Heute werde ich mal wieder die lustigsten Tieren-Mods testen. Ich werde unter anderem einfach einen 5000-Euro-PC komplett zerstören, Freunde. Es wird sehr, sehr wild. Der kleine Willi wird auf jeden Fall traurig sein, dass sein PC kaputt ist. Zudem werde ich noch in eine alte Fabrikhalle fahren und auch die mal komplett zerlegen und mal gucken, was da so rumspuckt. Es wird sehr, sehr wild. Wir spielen wieder Tieren, Freunde. Lasst gerne ein Like und ein Abo dafür. Mehr Tier-Down und jetzt viel Spaß. Als erste Mod habe ich hier einfach mal so eine Halle am Start und guckt euch das mal einfach so eine alte, verrostete Fabrik. Also ein ziemlich cooler Spot, um Fotos zu machen. Ich würde sagen, wir gucken mal hier rum und gucken mal, ob hier Leute sind, die irgendwie rumspucken oder so. Ich habe natürlich auch richtig, richtig wilde neue Waffen am Start. Die werden wir uns auch noch angucken, Freunde. Ich sage euch, damit können wir auf jeden Fall einiges an Schaden anrichten. Und ja, wir müssen erstmal gucken, wie wir am besten in die Fabrik reinkommen. Oder sagen wir einfach, wir machen einfach mal kurz den hier. Hier, wir nehmen diese neue Waffe. Die heißt einfach Armageddon. Ich bin gespannt, wie die schießt. Die macht... Okay. Einfach nur so eine Rauchwolke. Alles klar. So war jetzt doch nicht so krass, wie ich dachte. Oder? Ja, aber die sieht krass... Lol, wie weit schießt die denn durch? Okay, es laggt übel. Aber wo schießt sie? Nee, ne? Lol, jetzt hat sie da ein Loch durch, komplett durch alle Wände geschossen. Okay, okay, die ist doch krass. Die erinnert mich sehr an diese Spiral Gun oder wie die hieß. Nee, ne? Darf ich hier mal hoch, bitte? Was ist denn hier los? So, hier gehe ich jetzt mal hoch. Wir wollen mal ein bisschen den Überblick schaffen hier. Wo sind wir hier überhaupt? Und was ist das vor allem für eine alte Fabrik? Wow, nein! Au! Okay, das ist natürlich ziemlich gefährlich in solchen Fabriken, Freunde. Also geht niemals einfach ohne eure Eltern oder so in eine alte Fabrik. Wenn ihr einfach, sonst kann genau sowas passieren, dass einfach, dass ihr da runterfallt. Bin ich ja froh, dass das hier, dass das nicht kaputt gegangen ist. Wie komme ich jetzt darüber, ist die Frage. Ich gehe mal einen Raum weiter hier. Komm, hier ist wieder irgendwas. Ist das die große Krabbe oder was? Also wenn ihr wollt, dass ich mal die große Krabbe zerstöre, Freunde, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Habe ich auch noch eine sehr, sehr coole Map am Start. Hier sind so alte Fässer und sowas. Okay, so Rollen. Was auch immer das hier sein soll. Also, vor allem, was ist das für eine Shotgun? Die ist ja mal mega stark, die ist auch neu, Freunde. Guck mal hier, wie stark die einfach schießt. Hier kann ich auch reingehen. So ein riesiges Silo. Oder wie heißen die Teile nochmal? Ich glaube, die heißen Silo, ne? Okay, okay, bin ich hier drin. Was können wir hier noch entdecken? Guck mal, da muss ja auch irgendwie so ein Verbrennungsraum sein oder so, wenn da oben so, keine Ahnung, so Schornsteine sind. Hier, ich muss auch irgendwie, guck mal, da ist auch so Raum und so. Also irgendwie muss ich hier auch rauskommen. Und, ja, komm, weißt du was? Oh mein Gott, was? Ja, moin. Ja, moin, fällt einfach der komplette Weg einfach runter. Gut, dass es nicht passiert ist, als ich da gerade oben war. Hier kam ich gerade raus, Freunde. Was habe ich hier drüben freigeschossen? Und einfach eine alte Dampflok. Ich habe ja letztens schon gegen Thomas gekämpft. Und das ist einfach auch Thomas. Guck mal, da steht er hier. Aber ich weiß nicht, ist das Thomas oder ist das irgendwie jemand anderes? Wie hieß nochmal dieser Cousin von Thomas? Hier, guck mal, da ist er einfach am Start und voll verrostet auch und so, ne? Aber kann die noch irgendwie kaputt gehen oder explodieren oder so? Nee, der Tank ist auf jeden Fall leer. Und was ist das denn da oben? Ist es auch noch ein Zug da oben? Ist das Tommy oder was? Wie komme ich vor allem da hoch? Hier muss ja irgendwo ein Weg hochgehen. Oder geht es hier nur lang über diese... Oh, wieso leckt es so? Oder geht es hier nur lang über diese Bahn? Also den Weg nach oben habe ich noch nicht richtig gefunden, Freunde. Aber ich habe hier die Railgun. Vielleicht kann die hier ein paar Sachen... Oh, ein paar Sachen zerstören, wenn ich hier ein bisschen rumschieße. Wir gucken mal und... Oh, alles klar, perfekt. Alles klar, fällt hier natürlich direkt ein bisschen was runter, oder was? Ja, alles klar, es hat sich aufgehängt, glaube ich. So soll es auf jeden Fall sein, Freunde, perfekt. Also, was da eben auf jeden Fall los war, Freunde, gar keine Ahnung. Ich bin jetzt hier auf der nächsten Map und hier haben wir einfach einen 5000-Euro Gaming-PC am Start. Guckt ihn euch mal an. Ich weiß nicht genau, was das für eine Grafikkarte ist, Freunde, ich habe keinen Plan von sowas. Aber sieht auf jeden Fall krass aus, auch hier mit dem Netzstecker. Meint ihr, wenn wir den hier, wenn wir den jetzt kaputt... Ist jetzt aus? Ja, ist jetzt aus! Lol, und wenn ich hier auf die Steckdose, kann ich da meinen Finger reinstecken? Und wieso ist das alles so groß? Oder wieso bin ich so klein? Guck mal hier, die Stromanschlüsse, ne? Oh mein Gott, wie cool ist denn das gemacht? Hier auch das Netzteil und so, die Grafikkarte da oben. Da oben noch so eine Festplatte und sowas. Okay, okay, sieht auf jeden Fall alles ziemlich krass aus. Wir können auch eigentlich alles zerstören. Ich guck mal, was genau ich noch hier für so neue Waffen habe. Ich habe hier zum Beispiel eine Vector. Und ich glaube, wir können mal ganz kurz gucken. Ja, wir können auch an der Vector ein paar Sachen einstellen. Und zwar habe ich an der jetzt gerade kein Magazin dran. Ich muss irgendwie herausfinden. Was ist denn? Okay, nachladen. Was ist denn mit dieser Vector los? Sag mal. Aha, jetzt geht's ja, jetzt geht's ja. Also hat anscheinend immer nur 17 Schuss im Magazin. Finde ich ein bisschen boring, muss ich sagen. Aber immerhin sieht die cool aus. Was viel cooler ist, ist einfach das, was ich hier habe. Und zwar ist das die neue Magie Telekinesis. Oder wie auch immer das heißt heute. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Damit können wir einfach alles Mögliche werden. Das heißt, ich will jetzt sozusagen der Lüfter sein. Bam! Bin ich. Ich bin jetzt der Lüfter. Ich will jetzt hier drüben irgendwas sein. Warte mal, kann ich das... Explode? Oh mein Gott, wie krass! Oh mein Gott, guck mal, das bin ich! Das bin ich! Haha, guck mal! Hey, guck mal! Ich kann damit auch noch so rumfliegen und so.
Nein, zurück, 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 zurück. Nein, da unten will ich hin. Nein, jetzt gehe ich ins Weltall oder was? Hier, komm. Und abkoppeln. Okay, was, wie krass. Telekinese ist, glaube ich, so mit so irgendwie mit über, keine Ahnung, über Kraft, über irgendwelche komischen Kräfte oder so. Ich kann hier, was habe ich noch? Licht habe ich hier, dann kann ich der Festplatte Licht geben hier oben. Was habe ich noch? Ich habe hier automatisch rankoppeln irgendwo. Oder was war das jetzt gerade? Oder zerstören? Ich kann auch noch, okay, 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 pass auf, pass auf, pass auf. Ich kann auch noch schießen? Warte mal, abschließen. So, nächstes, komm, wir sind jetzt die Grafikkarte, okay. Und bam. Okay, sind wir jetzt. Und jetzt machen wir, was können wir noch machen? Ich kann es auf unter Feuer setzen. Wie krank ist denn das bitte? Oder hier, ich kann auch noch Laser machen. Was bringt das jetzt? Wo ist jetzt der Laser? Okay, aber auf jeden Fall zünde ich hier jetzt gerade anscheinend den kompletten PC an, oder? Okay, ich gehe raus, ich gehe raus. Oh mein Gott, also ich kann sozusagen Sachen fernsteuern, nur mit meinen Gedanken. Ich glaube, das ist das. Und da fällt die Grafikkarte runter. Hier schießen wir nochmal aufs Netzteil rauf. Gucken mal, wie das ganze Ding da drin aussieht. Und der ganze PC zieht einfach mal absolut durch. Was ist das denn hier? Okay, wollen wir das mal ganz kurz sein? Hier, der Lüfter oder sowas. Flieg ich mal hier ein bisschen rum. Na, doch nicht so hoch schon wieder. Und hier rechtsklick zum Drehen. Okay, was haben wir noch so? Hier unzerbrechbar. Jetzt dürfte es ja eigentlich nicht kaputt gehen. Bam! Ja, ist unzerbrechbar. Das heißt also, wenn ich jetzt sozusagen Feuer aktiviere oder sagen wir Laser. Jetzt! Oh mein Gott! Hä? Jetzt sind da so Laser drumherum, oder? Jetzt bin ich einfach hier dieses Gerät vom PC. Und so explodiere ich. Bam, 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 bam. Also, okay, okay, da muss ich schon sagen, ist schon ziemlich krank mit dieser Telekinesis. Okay, was können wir denn noch so machen? Wobei, können wir hier überhaupt noch was machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben hier einfach alles zerstört, oder auch diese Sachen hier. Ah, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich der ganze PC. Und tschüss, einfach der 5000 Euro fliegende PC, Freunde. Wie krank sieht das denn bitte aus? Und wir konnten auch das Mainboard und so, ne? Alles zerstören. Auf jeden Fall sehr, sehr wild. Der PC, Freunde, der ist auf jeden Fall komplett broke. Was bei einem Gaming-PC nicht fehlen darf, Freunde, ist natürlich das richtige Keyboard. Ich hoffe, ihr habt natürlich auch ein richtig cooles Keyboard, was so vielleicht leuchtet oder so, wenn ihr einen Computer habt. Vielleicht habt ihr auch noch gar keinen. Also, guckt euch erstmal an. Auch das Keyboard wollen wir natürlich zerstören, weil wir dürfen ja natürlich keine Spuren hinterlassen. Hier, guck mal. Also, wir können von mir aus auch einfach mal eine einzige Taste sein hier, ne? Guck mal so. Oder? Wow! Ich habe die ganzen Tasten auf einmal alle runtergeschubst. Okay, auch gut. Und jetzt kann ich das hier noch explodieren lassen. Kann ich auch fliegen mit dem? Einfach ein fliegendes Keyboard. Guck mal. Wo fliegt es? Wo fliegt? Da oben! Hilfe! Ein fliegendes Keyboard! Komm zurück! Hier, komm, ich schieß drauf. Kann ich nochmal teilen? Ah, kriege ich das geteilt? Nee, und da ist es weg. Naja, gut, also das sind die ganzen Tasten hier. Ein anderes habe ich ja hier noch. Und ich kann hier gerne nochmal diese Waffe hier nehmen, den Disruptor. Und bam! Damit kann ich nämlich hier in Slow-Mo schießen. Oh mein Gott! Wie einfach alles rumfliegt, in Slow-Mo schießen. Und auch normal schießen. Okay, auch nicht schlecht hier auf jeden Fall. Was können wir noch so machen? Bam! Okay, also die Waffe ist auf jeden Fall auch ziemlich stark. Die Armageddon auch und die Shotgun natürlich auch hier. WQ, komm! Caps Lock, hier, Shift, Steuerung, alles, alles weg, Freunde. Wir wollen natürlich auch die komplett zerstören, die Tastatur. Also, Telekinesis rein hier in die Tastatur. Nein, nicht da rein. Nicht da rein. Oder wollen wir doch da rein? Warte mal, wir können eigentlich... Jetzt bin ich gestorben, weil ich da zu nah dran war. Oh, das macht mich so... Oh mein Gott. Okay, okay. Okay, 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 die Tastatur wird hier auch komplett hops genommen und bam, damit ist sie weg. Hier, komm, nächste. Ich will jetzt hier gar nicht mehr lang rumquatschen. Auch das hier. Oh mein Gott, guckt euch an, wie ist das, wie das alles aussieht. Sieht aus wie auf einem Schlachtfeld. Ich zerstöre hier alles. Oh mein Gott, mein Leben. Ich bin fast down schon wieder, halb tot. Okay, ich habe hier auf jeden Fall alle möglichen Sachen zerstört, Freunde. Ich sag mal so, Gaming-PC und Tastatur erfolgreich zerstört. 5000 Euro Gaming-PC zerstört, Freunde. Und die Halle haben wir uns auch nochmal angeguckt. Ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde, das soll es mit der heutigen Folge Tieranon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, zuschaut gerne auf den Like und auch auf den Abo-Button. Freunde, schreibt mir gerne weitere Vorschläge, die ich mir in Tieranon mal angucken soll, in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr offen. Es gibt sehr, sehr viele Mods. Also, Freunde, sagt es mir gerne in die Kommentare. Tut mir zu jeden Fall, checkt gerne eins von den anderen beiden Videos aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Und ciao, ciao!